Hi, hier ist Christian und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Cheers to the Weekend. Das ist mein Wochenrückblick mit meinen Highlights der vergangenen Woche. Heute haben wir bereits Ausgabe Nummer 40, die zweite Ausgabe in Folge und wie ich euch in der vergangenen Woche versprochen habe, direkt am Wochenendstart und aufgrund dessen, aber natürlich auch, um alte Gewohnheiten wieder aufleben zu lassen, stoße ich tatsächlich mit euch an und zwar mit einem Benediktiner Hell. Von daher würde ich sagen, Prost, lasst euch das Wochenende gefallen, auf euch und vor allem ganz viel Sonne in den nächsten Tagen. In der heutigen Ausgabe habe ich drei Hauptthemen für euch. Und zwar geht es zum einen um das Apple iPhone 11 oder 11 Pro. Wir reden über das Huawei Mate 30 Pro und Samsung hat eine neue Oberfläche für die Samsung Smartphones im Anflug. Dazu aber gleich mehr und anfangen möchte ich mit dem iPhone 11. Zum iPhone 11 oder wie auch immer die nächste iPhone-Generation von Apple heißen wird, gab es in der vergangenen Woche tatsächlich sehr viele Gerüchte und auch Leaks und anfangen möchte ich dabei mit dem Netzteil. Netzteil, das hört sich erstmal wirklich unspektakulär an. Viele schauen auf die Kamera, auf das Display, auf die Verarbeitung, auf irgendwelche Ports oder Hardware-Komponenten. Aber wenn man genauer hinschaut, ist auch das Netzteil sehr wichtig und vor allem im Vergleich zur Konkurrenz. Denn wo Samsung und auch Huawei in den letzten Jahren wirklich eine mehr oder weniger große Dominanz ausgebaut haben und ihre Geräte mit 25 oder teilweise sogar 45 Watt Ausgangsleistung über das Netzteil laden können, dümpelt das iPhone irgendwie noch so bei 5 oder 8 Watt herum, was wirklich relativ langsam ist und was natürlich auch gleichbedeutend damit ist, dass es relativ lange dauert, bis ein Apple iPhone wieder komplett von 0 auf 100 geladen ist. In der zukünftigen iPhone-Generation soll das etwas anders sein. Wir haben nicht mehr so ein lahmes Netzteil dabei, sondern ein Schnellladenetzteil mit 18 Watt. Und auch nicht mal einem USB-A-Anschluss auf der Seite des Netzteiles, sondern mit einem USB-C-Anschluss, wobei der Lightning-Port am iPhone bleiben soll. Das heißt, nur auf der einen Seite gibt es USB-C, auf der anderen Seite noch Lightning, dann aber als Schnellladenetzteil mit 18 Watt Ausgangsleistung, sodass auch innerhalb von einer halben Stunde, ich schätze mal so 40 bis maximal 50% der Batteriekapazität wieder in das iPhone gebracht sein sollten. Ich finde, das ist ein logischer Schritt, der ist schon mehr oder weniger so ein, zwei Jahre überfällig und ich hoffe natürlich, dass Apple das auch genauso umsetzen wird. Beim nächsten Punkt geht es tatsächlich um den Namen des nächsten iPhone und da gibt es einen Insider bei Bloomberg, der schon tatsächlich die letzten Jahre immer wieder richtig gelegen hat, wenn es um Gerüchte oder auch Leaks geht und der sagt, dass das iPhone XS oder XS und das XS Max in der zukünftigen Generation von einem Pro-Modell abgelöst werden sollen. Das heißt, das nächste Gerät oder das nächste iPhone könnte zum Beispiel iPhone Pro oder iPhone 11 Pro oder iPhone 11 Pro Max oder wie auch immer heißen, also zumindest die ganz normale Namenskürzel, die wir jetzt kennen, wie zum Beispiel iPhone X oder iPhone XS oder XS Max, die sollen eben wegfallen und durch eben das Pro-Modell ersetzt werden. Wie letztendlich die Namensgebung tatsächlich ist, ob das iPhone 11 oder 11 Pro oder nur Pro heißt, das wissen wir tatsächlich noch nicht. Aber das werden wir sehr wahrscheinlich spätestens Mitte September wissen, denn dann soll spätestens auch die Keynote von Apple wieder stattgefunden haben. Ansonsten soll natürlich das iPhone 11, ich nenne es jetzt einfach mal so, mit einem besseren Prozessor ausgestattet sein, nämlich mit dem Apple A13. Und vor allem auf die Kamera soll besonderer Fokus gelegt werden. Die war jetzt nicht immer schlecht bei einem Apple iPhone, aber aufgrund von drei Objektiven soll die Kameraqualität und vor allem auch Videoqualität nochmals steigern. Im letzten Punkt zum Apple iPhone 11 geht es um ein Zubehörteil, nämlich genauer gesagt um eine Schutzhülle, denn der Hersteller hat bereits erste Bilder veröffentlicht, die zeigen, dass auf der Rückseite der Schutzhülle eine Unterstützung für einen Apple Pencil vorgesehen ist. Das heißt, möglicherweise könnte es sogar sein, dass in der nächsten Generation des iPhones auch eine Pencil-Unterstützung vorhanden ist, wie man das zum Beispiel von einem Apple iPad Pro kennt oder von einem Apple iPad 2018, sodass man dann das Gerät auch mittels eines Apple Pencils, der dann natürlich etwas kleiner ausfällt, wie zum Beispiel bei einem Samsung Galaxy Note 10, bedienen kann. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob das tatsächlich so kommen wird. Ich glaube allerdings nicht, dass Apple den Pencil wie Samsung in dem Gerät verschwinden lässt, sondern das irgendwie als Zugabe gibt oder als Zubehörteil, wo man sich dann sehr wahrscheinlich den Pencil für teures Geld kaufen kann. Damit sind wir auch schon beim nächsten großen Thema und vor allem auch Smartphone, was auch im September vorgestellt werden soll, nämlich das Huawei Mate 30 Pro. Vorstellung soll angeblich am 19. September sein. Das wäre nur zwei Wochen nach der Apple iPhone-Vorstellung. Und dazu gab es jetzt in der vergangenen Woche auch wieder zwei News oder sagen wir mal Gerüchte, die das Huawei Mate 30 Pro betreffen. Zum einen geht es um die Bedienung, nämlich um Hardware-Tasten, auf der anderen Seite um die Kamera. Fangen wir mit der Kamera an. Das ist das deutlich interessantere Thema, denn die Kamera im Mate 30 Pro soll mal wieder, und das ist ja irgendwie typisch, besser werden.
Jetzt in diesem Falle soll im Huawei Mate 30 Pro allerdings der Kirin 990 zum Einsatz kommen, der sehr wahrscheinlich zur IFA 2019 vorgestellt wird. Und der Kirin 990 soll dann auch Videos in 4K und 60 FPS unterstützen, wobei momentan auch selbst beim Huawei P30 Pro nur 4K und 30 FPS möglich sind. Das ist auch so ein Punkt, der die Huawei Smartphones vor allem in der Videografie immer etwas hat schlecht aussehen lassen gegenüber einem iPhone oder vor allem auch einem Samsung Smartphone, vor allem jetzt mit dem ganz neuen Samsung Galaxy Note 10. Und es ist auch nur ein logischer Schritt von Huawei, jetzt auf 4K und 60 FPS zu gehen. Das nächste, man möchte die Kamera deutlich besser aufwerten oder deutlich aufwerten, vor allem im Videobereich, nämlich so einen sogenannten Kinomodus spendieren. Ähnliche Art und Weise kennt man auch schon von LG, die haben das glaube ich schon mit dem G7 gemacht, dass man spezielle Videomodi implementiert, die eben die Kamera oder vielmehr die Videografie auf dem Mate 30 Pro auf ein anderes Level heben. Ich bin wirklich sehr gespannt. Die waren jetzt bisher auch in der Videografie nicht immer so schlecht, kamen aber tatsächlich nie an die andere Konkurrenz heran, aus dem Hause von Apple oder auch Samsung oder auch teilweise von HTC. Im zweiten Punkt vom Huawei Mate 30 Pro geht es um die Hardware-Tasten bzw. um das Fehlen von Hardware-Tasten. Denn seit einiger Zeit, ich glaube so seit 2-3 Wochen, gibt es einige Mockups bzw. erste Prototypen vom Huawei Mate 30 Pro, die in freier Wildbahn gesichtet wurden, dann mit einer Schutzhülle. Und was man da jetzt festgestellt hat, ist, dass die Hardware-Tasten zur Lautstärkeregulierung auf der rechten Seite, nämlich oberhalb des Power-Buttons, fehlen. Das kann entweder bedeuten, sie sind nach links gewandert, wobei ich das eher weniger glaube, weil das in der Vergangenheit immer irgendwie rechts war. Andere sagen natürlich, jetzt wird die Bedienung über Touch erfolgen, wie das vielleicht in ähnlicher Art und Weise beim HTC U12 der Fall war. Das heißt, man muss nicht mehr die Taste drücken, sondern lediglich über den Rahmen streichen, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern. Ich bin nicht wirklich so begeistert davon, wenn das so kommen sollte, da ich eher glaube, dass es zu Fehleingaben kommt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Huawei diesen Schritt geht, denn so eine richtige Innovation ist das nicht und ich glaube auch, die Bedienung wird dadurch deutlich erschwert. Von daher hoffe ich tatsächlich, dass die Lautstärkewippe, so wie sie war, auch vorhanden bleibt. Aber wie gesagt, eines der Gerüchte zum Huawei Mate 30 Pro, sodass wir jetzt schon beim letzten Thema sind, nämlich zur Samsung One UI 2.0. Auf allen aktuellen Samsung-Smartphones, wie einem Samsung Galaxy A40, A50, A70, A80, der Galaxy S-Serie und natürlich auch dem neuen Galaxy Note 10, kommt allesamt Android 9 Pie plus der Samsung One UI, ich nenne sie jetzt mal 1.0, zum Einsatz. Jetzt kam ein Video online von einem Portugiesen oder zumindest in portugiesischer Sprache, was Änderungen von Android oder von One UI 2.0 gezeigt hat. Das heißt, dieser Person lag tatsächlich schon die neueste Softwareversion oder Softwareoberfläche von Samsung vor und hat uns einige Änderungen in diesem Video zur alten Version, nämlich zur One UI, ich nenne sie mal 1.0, gezeigt. Da gibt es unter anderem eine neue oder veränderte Gestensteuerung, wie das bei Android Stock oder Stock Android auch der Fall ist. Man kriegt eine leicht geänderte Benutzeroberfläche, optisch etwas aufgearbeitet, besser strukturiert, aber man muss wirklich im Detail schauen, wo die Änderungen hängen. Ich finde es allerdings sehr schön, dass Samsung jetzt diesen Schritt geht, weil ich glaube, im vergangenen Jahr wurde die One UI das erste Mal vorgestellt. Jetzt ungefähr 1,5 Jahre später kommt da ein großes Update auf 2.0, was natürlich auch bedeutet, 2.0 wird sehr wahrscheinlich mit Android 10, und da ist ja dieses Q jetzt weggefallen, mit Android 10 auf den Geräten ausgerollt. Und die ersten Geräte sollen bereits in diesem Jahr, und ich gehe mal davon aus, das wird auf jeden Fall das Samsung Galaxy S10, aber auch Note 10 sein, mit dieser Oberfläche, mit der neuesten Samsung One UI 2.0 versehen werden. Damit bin ich auch schon durch mit meiner 40. Ausgabe von Cheers to the Weekend. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vor allem hinsichtlich Huawei Mate 30 Pro, aber auch Apple iPhone 11 gab es wirklich sehr interessante Gerüchte und auch Leaks. Und ich würde gerne mal wissen, wie ihr das einschätzt. Stimmt das alles, was man so jetzt vielleicht diesen beiden Herstellern nachsagt? Oder ist das eher so Fischen im Trüben? Oder seid ihr einfach nur gespannt, was die beiden Geräte, vor allem diese beiden Smartphones, tatsächlich auf dem Kasten haben, wenn sie Ende bzw. Mitte September vorgestellt werden? Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und auch in der nächsten Woche heißt es dann wieder Cheers to the Weekend. Dann in der 41. Ausgabe. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Und ciao.